Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Daniel und ich werden heute final diesen Bunker abreißen. Wenn ihr wissen wollt, ob wir das hinbekommen, dann bleibt dabei! Aber sie haben ein Problem! Was denn? Die Leiter liegt im Wasser! Oh, Scheiße! Ja, heute werden wir tatsächlich final den Bunker abreißen. Wir haben schweres Gerät am Start. Einmal Radladari und einmal Borgari. Ob wir es hinkriegen, weil Bodenplatte, Steine, Dämmung, alles muss ab. Das werden wir rausbekommen. Aber bevor wir quasi sofort reinstarten und irgendwie anfangen, möchte ich tatsächlich gucken, und zwar wollten wir eigentlich, wenn der noch voll ist mit Wasser, mit der Schaufel vorne, die Platte abkratzen. Dann probieren wir gleich mal aus, ob das tatsächlich funktioniert hätte. Und dann wird quasi außen frei gemacht, dass alles wieder so auf Anfang steht. Dann wird die Dämmung abgenommen, dann wird das ganze schwarze Zeug abgenommen. Und dann wird eingerissen, dann wird abgetragen. Und dann wird wieder alles zugeschüttet mit Erde, damit schön im Sommer wieder die Blümchen drauf pflanzen, sie erwachsen können. Vielleicht auch mal so eine kleine Margarita oder so, wa? Los geht's! Einmal Fahrstuhl bitte. Bitte nicht ausrutschen. Warte. Okay. Hui. Hui. Noch bitte tiefer, geht noch? Ja, no, super. Stopp, stopp. Stopp. Er hat die Leiter berührt. Mach mir nicht so hakelig. Okay, okay. Warte. Und wieder dahin bitte. Man merkt, du fährst nicht so auf Bagger. Okay, da. So, prima. Naja, wo ist so? Bagger ist ein Multifunktionsgerät. Makel. Ja. Da hat man eine geile Idee, aber. Und Fritz hat doch gesagt, der macht das mit dem Spaten. Der schafft es nicht mal mit dem Bagger. Was wir machen können, Schaufel drehen und klopfen. Naja, gut, also jetzt hätten wir ein Loch. Machen wir nochmal vorsichtig, ein bisschen tiefer. Ja, so. Ja, ich denke mal, jetzt wird das Wasser ablaufen. Aber die Platte kann ich nicht nochmal nehmen. Ja. Dann hol mal raus den Lachs. Ja, ja. Ist gut, ist gut, ist los. Ist kaputt. Das war die Bodenplatte. Da kann man mal sehen, wie man sich täuschen kann, wie stabil so eine Platte da reingeklebt ist, was das ausmacht. Aber gut, bevor wir jetzt hier quasi uns anstrengen. Schön. Frühstück. Weil tatsächlich habe ich es wieder mal nicht geschafft zu frühstücken und das mache ich jetzt. Ich benutze Y-Food, weil Y-Food ist eine vollwertige Trinkmahlzeit mit allem, was du brauchst. Und wenn man so sehr faul ist und keine Stullen geschmiert hat oder sich einen Apfel eingepackt hat, dann kann man mal eine Mahlzeit ersetzen. Ganz wichtig, ich mache das jetzt nicht ausschließlich, weil das ist Quatsch, aber wenn mal so eine Mahlzeit wie ein Frühstück oder Mittag, nehme ich mir so eine Flasche mit und dann ist es erledigt. Ganz einfach. 26 Vitamine, reich an Protein, Ballaststoffe, laktosefrei, glutenfrei und ohne Zuckerzusatz. Und das Beste ist, es schmeckt einfach gut. Und für die Jahreszeit habe ich eine absolute Empfehlung für euch, und zwar Apple Cinnamon. Ist halt Apfelzimt. Ist halt genauso weihnachtlich, schmeckt ein bisschen wie Apfelstrudel mit so einem Schuss Vanillensoße. Oder ich finde das lecker. Ich zipp mir jetzt das Ding durch und dann muss ich erstmal mich mit dem Radlader vertraut machen. Weil vor- und rückwärts fahren kann ich, aber den Rest noch nicht. Und wenn du jetzt demnächst auch irgendein Bauprojekt hast oder ein Abenteuer startest, eine Kanutour im Winter oder irgendwie so in die Richtung, dann erster Link in der Beschreibung und mit dem Code MADI-YouTube Spaß noch 10% auf deine Bestellung. Ich hab euch lieb, wir machen jetzt weiter. So, der richtige Baggerfahrer ist jetzt da. Hallo! Die Homebuild Solution Jungs sind natürlich wieder mit am Start, denn ohne die läuft hier gar nichts. Ich wollte nicht, dass ich... René wird jetzt mal ganz kurz erklären, was der Plan ist. Wir. Wir. Wir haben jetzt. Oh, das war hier. Ich. Ja, da. Ich bin du. Ja. Und wir werden hinten zuerst wegnehmen. Die Seite wegnehmen. Die Seite wegnehmen. Damit wir an die Dämmung, an die Folie alles rankommen und dann nachträglich Mauerwerk rausnehmen können. Das bringt jetzt nichts, wenn wir hier vorne aufmachen, dann kommen wir nicht mehr dahinter. Und wir wollen ja das schön sauber trennen, deswegen hinten, Seite, Seite, vorne. Er meint damit halt, dass die Erde weg soll, weil wir dann an die Baustoffe ran müssen, damit wir das halt wieder genauso rückwärts quasi trennen, wie vorwärts angebracht haben. Wir fangen einfach mal an, mal gucken, was wird heute. Und spannenderweise Bodenplatte, ne? Die ist für ja, Bodenplatte. Naja, gut. Plättchen. Unser Bodenplättchen. Gucken wir mal, wie wir das rauskriegen. Okay, Freunde, let's go. Wenn ich irgendwas machen kann, sagst du Bescheid. Na dann. Ich kümmere mich sonst ums Feuer. Feuer.
Und da sieht man mal wieder, hätten wir den hier Heimtunnel ein Stück weiter links oder rechts gemacht, hätten wir uns die Dinger da erwartet. Stein, auf die wir gestoßen sind. Das sind da. Granitblöcke. Stell dir mal vor, wir hätten ja irgendwo ein bisschen weiter rechts oder links, dann hätten wir, hätten wir die Dinger ja. Heilige Makrele, ey. Darum haben wir diesmal auch einen kleineren Bagger genommen. Nicht einen 22-Tonner, sondern nur einen 8-Tonner diesmal, weil der halt viel, viel mobiler ist. Der kann halt auch mal an die Seite fahren und so. Das hätten wir mit dem Großen niemals geschafft. Deshalb diesmal quasi die Kombination aus Radlader und Bagger. Ach, Chris, ey. Emotional ist heute ein Tag, der mich richtig komplett kaputt macht. Das zu sehen, das alles wieder. Ach, nee, kann nicht mehr. Ja, mach ich. Das sind unsere Tunnelstützen. Stimmt, ja. Ich geh mal runter, ja? Ja, das stört den Bock noch nicht. Ja, witzig. Nehmen. Oh, ich werde jetzt auch mal eine Runde Radlader fahren. Ich muss das ja auch mal lernen. Kann ja nicht mal nur den Bauherrn machen hier oder den Polier oder wie man das nennt. Keine Ahnung. Daniel, Schichtende war. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen kleinen Fahrradtausch. Ja. Ich würde mal erstmal alleine probieren. Weg fragen, aber würde ich einfach mal auf dich zukommen. Ja, für mich ist das schon mal kein Problem, denn ich gehe mir jetzt erstmal einen Kaffee kochen. Oh, boing. So. Okay, also vorwärts ist er schon mal, war Handbremse. Das ist hier hoch, das ist runter, ist auch klar. Das ist auch hoch, das ist auch runter. Ist sie jetzt gerade? Guck mal bitte. Nein, ist sie nicht. So? Weiter, weiter, so? Weiter. So? Weiter. So? Weiter. So? Weiter. So? Jetzt. Ja, du siehst halt nicht vorne, wie gerade deine Schaufel ist. Genau. Aber jetzt muss sie ja noch runter. Und das Gefühl, ich sitze ja im Backer vielleicht einmal im Jahr im Radrad. Ja, ja, ja. So. Und dann muss ich am Anfang mal das Gefühl rauskriegen. Ja. Und dann hast du auch das Problem, okay, dann hast du schon eingebunden. Dann kannst du gleich höher machen. Weil fahr erstmal bis ran. Genau, jetzt würde ich runter, oder? Runter langsam? Ne, runter, so. Genau. Und jetzt beim Reinfahren, aber eigentlich ankippen. Ja, ist ja nicht so wenig drin, oder? Ja, jetzt rückwärts. Achso, rückwärts jagen, weil hier, B? Kannst du weglassen, was denn? Brauch ich nicht, ey. Bisschen hoch, oder? Ja, kannst du ein bisschen hochfahren? Wie mach ich denn? Warte mal, so, ne? Ne, so war so und. Hat so. Boah, hat aber ein bisschen zu tun, ne? Ja, ja. Ist jetzt schön voll. Gut, jetzt rückwärts. Rückwärts ist so eine Sache bei mir. Hält sich schön fest, ja, Daniel? Ja, ja.
Aber ich hab ja einen Helm, du nicht. So, jetzt rum. Boah, Alter, der ist aber ein bisschen. Ja, wegen der Schaufel, wa? Ich bin dran. Hoch und dabei ausgeben. Und hoch. Ich bin hoch. Der ist komplett hoch. Hoch, zu dir ziehen. Ach so. Okay, hier. Das ist hoch. Ah, oh, krass, ey. Der ist wieder zu. Jetzt machen wir wieder zu. Genau. Jetzt soll er wieder runter. Runter mal nach vorne. So, jetzt rückwärts, Jan. Genau. Von der Bremse und weg. Ja. Oh Gott, ist das anstrengend. Überleg mal. Und das machst du so flüssig. Respekt, Junge, ohne Scheiß. Tränen habe ich weggewischt. Man kann sehen, der Bunker steht frei. Jetzt werden wir uns daran machen, dass wir die Noppenfolie erstmal abnehmen. Und dann müssen wir uns darum kümmern, dass die Dämmung abkommt. Aber erstmal Schritt 1. Was los? Du machst das super. Ich bin du gefasst. Du machst das schon. Ich bin gefasst. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet. Ihr nehmt jetzt jeder ein Big Bag in die Hand, dann hauen wir da die Noppenfolie rein. Und ich gehe im Bagger. Du darfst weiter baggern, ja. Gut, dann waren wir nur noch. Da war ich bloß noch erleben. Super. Man merkt richtig, dass beim Abriss keiner Lust hat. Also ist so, du denkst, nee, möchte das nicht. Super. Jetzt können wir mal uns die andere Seite angucken. Eieieiei. Und hier ist überall rausgelaufen. Hier, da ist einfach rausgelaufen. Ja? Ja? Oh, shit. Ja, gute Idee. Oh. Okay, wir müssen wieder hoch. Aufgrund dessen, dass es sehr mühselig ist, das hier alles abzupopeln, versuchen wir jetzt mit dem Bagger mal, hier die Kante frei zu machen. Ich weiß nicht, ob das was wird. René, probier mal. Spaten holen? Ja, aber guck mal, geht. Ist halt ein bisschen fummelig, aber guck mal. Ach, Junge, wolltest du mal probieren, wa? Neuer Eingang. Alter. Und war schwer? Ach, vorne. Scheiße. Krone richten und weitermachen. Auf die Döner, fertig, los. Mittagspause. In 10 Minuten geht's weiter. Jawohl, Chef, jawohl, Chef. Und los. Bleib mal ruhig. Mittag ist vorbei. Doch, René. Der baut da drüben so eine kleine Rampe, damit er mit dem Bagger quasi ein bisschen tiefer kommt, damit wir da in Ruhe beräumen können. Während er das tut, werden wir jetzt gesammelt, alle, die jetzt nichts zu tun haben, den Bunker von der Dämmung befreien. Dafür nehmen wir uns jetzt die Spaten und die Schippe, die schon unten ist, und machen quasi Tabula Rasa. Let's go, it's me, it's Mario! Alles ab, jetzt ist der Bunker wieder schwarz.
die schwarze Wanne, beziehungsweise fürs Erdreich zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die kriegen wir nicht ab. Das ist halt so Baumischschrott, das wird halt irgendwo recycelt. Nee, schön, mach da noch ein bisschen. Parcours! Full Sended! Wir haben jetzt ungefähr 7 Big Packs zusammen von dem ganzen Styropor. Ist doch ein bisschen mehr geworden, als ich gedacht habe. Aber gut, die Firma ist beauftragt, das quasi dann zu entsorgen. Und die Kosten dafür werden mir dann in Rechnung gestellt. Freue mich. Ah, locker! Geht ja an Spider-Man! Spider-Man in Rente! Erdmut-Flip. Nick, für dich, ja? Nick, für mich. Ah, doch, für dich. Für mich, ja. Aber was? Erdmut-Flip. Etten. Etten. Was ist das? Was gemacht? Nicht gemacht, aus Tüte. Ja, was geht, Marc? Paprika? Tomate? Ah, nein, nicht Chips! Erdnussflip. Ja, Erdnussflip. Warte mal, Erdnussflip. Ja, da ist Erdnuss drin und Flip dann fertig. Nicht andere. Leute, es ist super dunkel. Es wird dunkel. Achso. Rampe ist fertig. Ich sag mal so, da kann Fritz seine Tiefgarage einpacken in seinem Camp. Du hast wenigstens eine Garage da stehen. Ich hab da wenigstens eine Garage. Überleg mal, wenn wir gewollt hätten, hätten wir hier Tieflader angebunden, hätten wir das Ding rausgezogen. Ha! Wie hattet was, das Muster, oder? Ja, das sind mal die Klebereste, ne? Ja, Tarnung. so eine Flecktarnung, keine Ahnung. So also in so einer Horde von Zebras hält ihr da nicht auf? Nee. Obwohl, die haben Streifen. Ja. Was machst du jetzt? Boah, Junge! Junge! Alter! Unser Pool! Boah, das ist komplett nach oben gespritzt. Ich weiß nicht, ob du auf der Kamera drauf hast. Ja, es ist auf der Kamera drauf und auf der Kamera ja, drauf. Ja, stimmt. Ist an, die Linse müssen wir mal einmal machen. Mach mal mit Vlies. Platte sehen, er hat es aber leider schon ein bisschen ramponiert. Wir haben es geschafft, es ist bereits dunkel. Ja, das ist die dumme Winterzeit. Aber Bodenplatte liegt komplett frei. Und bis auf den Riss, der aus Versehen passiert ist gerade, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass diese Bodenplatte ja immer so belächelt wurde als Bodenplätzchen. Aber sie ist immer noch intakt, sie ist nicht gerissen, sie ist nicht kaputt. Obwohl hier ein Bagger drüber gefahren ist, obwohl hier jemand in die Tarn wurde. Aber, René, fühlst du dich bereit? Klar. Sollten wir jetzt weggehen? Oder? Bleiben wir jetzt stehen oder gehen wir ja, weg? Wir bleiben stehen. Wir bleiben stehen. Okay, beruhig dich. Alles klar, also jetzt ist die Bodenplatte eine Fritte. Und jetzt kommt der Schluss. Jetzt kommt das Ding weg. Okay, wir gehen vorher runter und dann Katze. Boah! Digga! War das jetzt geplant? Nee. Okay, gut. Ah, die gute Estrichmatte ist gerissen. Okay, ich muss jetzt hier raus. Klingeldraht. Da.
Oh, sehr süß. Da ist unsere Bewährung. Aber hey, dafür war unser Beton, den wir selber gemischt haben, easy. Und hier sind wir irgendwas? Ja, krass, das ist kaum was, ne? Hier, einfach wie Klingeldraht, da abgeknipst. Ja. Hier bei dir hoch, da unten abgeknipst. Krass, ey. Wir haben jetzt gerade noch mal die Dachpappe von unten reingepackt ins Big Pack, die Folie ist weg. Der Big Pack ist so schwer, das kriegt bloß noch der Bagger raus. Und damit... Hauptkabel, Hauptkabel! Das Piepen ist übrigens Kippgefahr, immer so. Ah ja, cool, ne? Hat man einige Male heute Kippgefahr. Aber da fliegt der letzte Big Pack. Kommt den. Bis auf ein paar ganz kleine Fragmente ist ja alles raus. Wir sind quasi wieder clean. Ab jetzt sind wir wieder fertig. Also so haben wir angefangen und so hören wir auch auf. Jetzt wird quasi noch alles weggebracht, zur Seite geräumt und dann wird verfüllt. Und dann sprechen wir uns wieder. Bis gleich. Wir haben fast den Zaun abgerissen, Mensch, Kalle! Du warst auch nicht mehr fest, oder? Nee. Abgerissen nach oben. Nee, super. Naja, jetzt kannst du es auch wegnehmen. Gut. Du hast mein Licht abgerissen! Sag mal, hast du nur noch alle? Wir haben einfach das Licht abgefeuert. Ja. Und zugebuddelt. Das Licht. Ja. Der hat einfach... Alter Junge! Ja, ist ja auch schon spät. Das hab ich nicht gesehen. Nee, ist ja nicht schlimm. Komm. Wir haben es 19.28 Uhr. Es ist 7:30 Uhr. Seit heute Morgen um 7 sind wir hier dabei. Und tada! Terraforming abgeschlossen. Ja, Bunker ist weg. Erde wieder verfüllt. Jetzt muss natürlich hier wieder ein bisschen wachsen und grün werden und so weiter. Aber wo hier früher mal der Bunker war, ist nichts mehr. Wir haben einfach wieder alles aufgefüllt. Was heißt wir? Reddy und Daniel. Komm mal beide her. Haben wir das gemacht? Was haben wir gemacht? Damit geht eine Saga zu Ende. Ein Bunker. Ja. Der Bunker hat ein Jahr lang gebraucht, aufgebaut zu werden. Jetzt haben wir ihn quasi abgerissen, jetzt haben wir neu verfüllt. Ich bin euch unglaublich dankbar, weil ich weiß, dass das ohne euch nicht machbar gewesen wäre. Weder der Aufbau noch der Abbau. Und immer wieder gern. Gern doch. Jungs, ich bin euch unendlich dankbar. Das könnt ihr mir glauben. Chris, auch dir natürlich, du hinter der Kamera bist. Benny, der das krass Licht macht. Alle, die damit dabei waren natürlich. Emotional tatsächlich krass. Also der ganze Tag heute war so, der habe ich schon so ein bisschen, ja, das ein oder andere Mal. Kann man sich gut vorstellen, ja. Weil das jetzt Ende ist. Wo in Bunkerklappe zugeht, geht irgendwo anders was auf. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wie ich schon gesagt habe, damit geht die Saga Bunker, Prepper Bunker zu Ende. Das war's. Davon wird es nichts mehr geben. Ob ich mal irgendwann noch, wenn man noch auf die Idee kommt, dann vielleicht anders und auch nicht hier. Aber dann seid ihr auf jeden Fall wieder mit dabei, oder? Ja, klar. Ja, klar. Mal so 9 Stunden Baggerfahrt, das ist doch geil. Ja. Ich muss euch auch ein Lob aussprechen, eure Performance, wie ihr miteinander hier interagiert habt. Ich dachte jedes Mal so, die hauen sich gleich jenseitig die Löffel um die Ohren. Aber nee, irgendwie machen die das. Ich glaube, die telefonieren auch heimlich irgendwie mit dem Knopf im Ohr. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da wird gehupt, da wisst der andere, ah, klar, ich muss stehen bleiben. Das ist krank. Wirklich, ihr seid da absolute Profis. Wenn ihr irgendwas habt, was in diese Richtung geht, die Homebuild Solution Jungs, Beschreibung ist verlinkt. Nein, andersrum. In der Beschreibung ist ein Link. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, glaubt mir, da seid ihr an der richtigen Adresse. Dickes wäre das Danke. Küsschen aufs Nüsschen. Damit sind wir raus. Ich verabscheue mich. Bedanke mich bei allen, die damit mitgewirkt haben. Beim Aufbau wie beim Abbau. Ich gehe jetzt ein Bier trinken.
und werde dann heute Nacht in meinem Bett eine Runde weinen. In diesem Sinne. Ach ja, Hauptkanal, ein Video ist wahrscheinlich das letzte dieses Jahr. Ich wünsche euch alle da draußen frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Seid lieb zueinander, habt euch gerne und ja, nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb, macht's gut, bis zum nächsten Video und wir alle zusammen brüllen heraus, als wär's das letzte, ein dickes Tschüss! Was? Scheiße? Macht's gut, ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.